Musical Güssing bedeutet für mich Familie, Heimat und meine engsten Freunde. Dieser Kick ist auf der Bühne da. Man schwebt dahin. Das kostet uns Arbeit, das kostet uns Schweiß, das kostet uns Tränen. Schneller werden! Seit 25 Jahren wird in Güssing das Kulturzentrum für einige Wochen im Jahr zur großen Musicalbühne. Das künstlerische Niveau hat sich über die Jahre stark verbessert, dank des unermüdlichen Einsatzes der Intendantin Marianne Resetaric. Mit Saturday Night Fever hat sie diesmal kein leichtes Stück ausgesucht. Okay, okay. Und ich habe mir gedacht, das ist super heuer am Anfang. Das werden wir gleich haben. Und dann sind die Noten einmal da gewesen und dann haben wir hineingeschaut, ihr Trainer einmal und ich mit Ihnen. Und dann haben wir gesagt, oh, also das ist nicht gleich gemacht. Wir müssen mal einen Chorworkshop machen, weil es wahnsinnig schwierig ist. Das Musical wird während eines 14-tägigen Intensivworkshops einstudiert. Marianne Resetaric ist nicht nur für Discofieber verantwortlich, sondern auch Expertin für hohen Blutdruck. Im Alltagsleben ist sie nämlich Sprechstundenhilfe in der Ordination ihres Mannes. Ist in Ordnung, der Blutdruck, danke. Also meine Ausgangsposition war eine ganz andere als der Traum, in einer Ordination zu sitzen. Das war eigentlich das Letzte. Marianne träumte von einer Ausbildung zur Sport- oder Kulturmanagerin. Doch die Eltern waren dagegen. So wurde sie Kindergartenpädagogin und nutzte diese Ausbildung, um ihren Traum zu verwirklichen. Ihren Lebensweg hat sie immer genau geplant. Das nächste war, dass dann das erste Kind und die Kinder in den Kinderchor gegangen sind. Und dort war dann mein erster Partner, kultureller Partner, der einen Kinderchor geleitet hat. Und ich habe gesagt, das ist unmöglich, wie du das magst. Denn die Kinder waren am Klavier, unter dem Klavier, er hat gesungen, gespielt und einen Haufen Kinder. Ich habe gesagt, weißt du was, du spielst Klavier, du singst und ich mache alles andere. Und so haben wir begonnen, eben zuerst mit Kindertheater und dann sind die großen Inszenierungen draus geworden. So, this is her. Von Anfang an mit dabei ist Eva Maria Zankl. Sie ist der Fixstern am Güssinger Musical-Himmel. Die Amateurdarstellerin ist nicht nur auf der großen Bühne zu Hause. Immer wieder zieht es sie zu Tieren in den Wald. Ja, das ist ein bisschen so eine charakterliche Eigenschaft von mir, dass ich alle umsorge und umpflege und umhege und schaue, dass es ihnen gut geht und nicht nur den Menschen, sondern natürlich auch den Tieren. Und das tue ich einfach gern. Also ich gebe gern mehr, als ich nehme. Eva Maria ist Sozialarbeiterin mit Leib und Seele. Ein Beruf, der sehr belastend sein kann. Ja, in der Arbeit gibt es eben Situationen, die einfach nicht schön sein, ob das Kindesabnahmen sein, egal was. Es hat das Bunte gefehlt, es hat das Kreative in meinem Leben gefehlt. Und ja, das probiert man dann auszugleichen. Und ich habe das einfach im Spielen, im Schauspielen, im Singen gefunden. Eva Maria war schon beim Kindertheater mit dabei. Nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt kehrte sie zur Musicalbühne zurück, mit mehr Begeisterung als je zuvor. Da sind einfach dann Burschen gesucht worden, weil Burschen sind in diesem Genre eigentlich immer Mangelware vom Spielen her. Und dann hat man eine Kooperation mit einer ungarischen Sängerknabenschule begonnen. Und auf einmal waren ungarische Burschen dabei und junge Mädchen, hallo. Und dann wollte die Eva auch wieder im nächsten Jahr dabei sein. Und da hat es geheißen, gut, aber man sollte halt schon ein bisschen Gesangstraining machen. He loves me, I've got the joy of the Lord.
ho, ho, Hosianna, ha, 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 Halleluja, he loves me, I've got the joy of the Lord. Dieses Lied heuer, das sind große Namen, die dieses Lied singen durften, unter anderem auch Céline Dion, ja. Und ich will kein Céline Dion sein, aber ich möchte jetzt schon gut machen, ja. Machen wir ein Stück vor. I won't let my heart. Ja. Gemeinsam mit dem musikalischen Leiter Belos Koreni werden die schwierigen Partien einstudiert. Sehr gut. Als leidenschaftlicher Fan versäumt Eva Maria kein einziges Basketballmatch. Weil sie im Burgenland ein Musicalstar ist, wurde sie erkannt und gebeten, beim nächsten Bundesligaspiel die Landeshymne zu singen. Ein Auftritt, der gemischte Gefühle auslöst. Es ist das Adrenalin, es ist Nervosität. Also ich habe immer eiskalte Hände, auch jetzt beim Interview, wenn irgendwas Besonderes passiert. Meine Hände sind eiskalt, mein Körper schwitzt und ist heiß. Aber eiskalte Finger und eiskalte Hände, das ist ganz normal. Geht schon, fahren wir her? Ja. Notwendige Veränderungen können wehtun. So. Okay. Marianne Resetaric, die auch Regie führt, hatte ehrliche Freunde, die ihr unangenehme Wahrheiten sagten. Dann kommst du nach vor. Ja? Okay. Probieren wir es einmal? Ja. Und ein so ein Freund war dabei. Und der ist dann nach der Premiere ist der mit nach Hause gekommen und hat gesagt, wenn du dabei bleiben willst, musst du beginnen, das Ganze zu hinterfragen, was du spielst. Ihr steht schon viel zu sehr im Mittelpunkt oder in der Öffentlichkeit und was du heute gemacht hast, war ein Mist. Und das war ein Punkt, wo ich zuerst einmal geschluckt habe, geschlafen habe eine Nacht darüber und dann habe ich gesagt, okay. Er hat recht. Florian, der früher hatte Marianne manchmal 80 Leute auf der Bühne stehen, nach dem Motto Masse statt Klasse. Ihr Ehrgeiz, mit weniger Darstellern eine höhere Qualität zu erzielen, bedeutete für viele Amateurschauspieler das Aus. Natürlich keine leichte Angelegenheit für die Intendantin. Ein bisschen traurig. Manches Mal bin ich auch angesprochen dann worden, brauchst mich nicht mehr, weil natürlich Güssing schon ein kleiner Ort ist und, hier schon Befindlichkeiten sind. Aber letztendlich ist es akzeptiert worden oder musste akzeptiert werden. Musicaldarsteller müssen tanzen, singen, sprechen und schauspielern. Diesen verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, erfordert den Einsatz von Profis. Das musste auch Marianne lernen. Dann habe ich mir gedacht, nein, ich kann nicht alles, ich will auch nicht mehr alles können, es kommen Trainer dazu. Und dann habe ich mir die Trainer geholt. Könnten wir dort Trainer wie Eva Maria Meyer fordern viel, egal ob von Profis oder Amateuren. Könnt ihr mal eure Positionen, Linda? Eure Positionen finden, wo ihr dieses macht. 1, 2 und 3. Ja, wollt ihr das kurz wiederholen? Genau, dann legst du sie nach unten, das Raum. Macht das gescheit, wenn dann bitte. When my spark gets hot. Ich hab da dreimal gefragt, wisst ihr, wo wir sind? Und ihr habt gesagt, ja, das kann nicht wahr sein, dass wir dann alle so anschauen. Bitte, okay, noch einmal. Dig the heat. Feel the heat. Yeah, yeah, yeah. Okay, super, super. Mariannes Idee, auch in Ungarn nach Darstellern zu suchen, war ein großer Erfolg. Zoltán und Tamás gehören seit vielen Jahren zum Ensemble. Mr. Fosco, ich muss mir den Nachmittag freinehmen. Geht nicht, Harold ist krank, Sam ist nicht da. Ich muss aber meiner Freundin bei Umzug helfen. Nicht heute, Tony. Ich bin schon fast 8 Monate hier und ich habe keinen Tag gefehlt. Jetzt lass doch mit dir reden. Alles warum, ich bitte nur einen freien Nachmittag. 11 Monate im Jahr ist Zoltán Architekt. Auf staubigen Bauplätzen träumt er oft von den Brettern, die die Welt bedeuten.
Warum habe ich diesen Beruf gewählt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, meine, aber das ist einfach. Mein Vater ist auch Architekt. Als Architekt ist Zoltan viel allein unterwegs. Publikum und Applaus gibt es im Alltagsleben wenig. Dieser riesige Loch da. Theater, Schauspieler, Fernseh, Film. Das hat mich immer interessiert. Ich mag die Theater. Da im Sombathe gibt es auch ein sehr gutes Theater. Wir sind dort auch oft Besucher. Im Wald bewegt sich Zoltan auf seine eigene Art. Ich mag sehr mit gerne Wagen fahren, weil kann ich neue Wege entdecken. Als Kind war Zoltan Sängerknabe. Das sollte sich viele Jahre später auszahlen. Mein Ex-Klassenkamerad aus Sängerknabenschule angerufen, dass da im Güssing suchen Burschen für die aktuelle Stück. Weil in Güssing gibt es keine Burschen, ich weiß nicht. muss man Burschen importieren im Österreich. Egal ob importierter Bursche oder Burgenländer, die Proben gehen oft bis spät in die Nacht. Viele Darsteller haben ganzjährig Gesangsunterricht, denn bei der Premiere will niemand patzen. Auf die Bühne stehen, das hat mir immer Spaß gemacht. Das habe ich schon beim ersten Versuch auch sofort gefühlt, dass dafür habe ich Spaß und das macht mir Spaß. Und auf die Bühne fühle ich mich gut. Ich bin schon fast 8 Monate hier und ich habe keinen Tag. Für einen Darsteller aus Ungarn, auf Deutsch einen Amerikaner zu spielen, ist eine große Herausforderung. Wenn Sie ihn mir nicht geben, dann nehme ich ihn einfach. Zum Beispiel jetzt im Saturday Night Fever gibt es diesen Satz. Damit habe ich sehr viel gekämpft, weil das ist wirklich nicht einfach für mich. Ich weiß nicht warum, aber das ist nicht einfach. Jetzt lass doch mit dir reden. Jetzt lass doch mit dir reden. Toni, ich möchte dich nicht verlieren. Du bist ein schlauer Burschen und gut eingearbeitet. Schlauer Burschen und gut eingearbeitet. Wenn ich an die Premiere denke, bin ich überhaupt nicht entspannt. Denn das, was ich heute gesehen habe, bedeutet noch viel Arbeit. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass dem Ensemble Lob natürlich gebührt. Denn was in 1,5 Wochen möglich jetzt schon war, das ist gewaltig. Bundesliga-Match Blackbirds Güssing gegen Mattersburg Rocks und ein neues Publikum für Eva Maria. Musical-Darstellerin Eva Zank trägt jetzt die Landeshymne vor. Mein Heimatvolk, mein Heimatland, und Redlichkeit am Wetterabend Heiderand. Du bist mein teures Burgenland. Auch in der Sporthalle fliegen Eva Maria die Herzen zu. Sie genießt den Applaus. Ein
einer der wenigen Profis bei Musical Güssing ist Florian Resetaric. Er ist in Güssing aufgewachsen und ein Spaziergang auf die Burg ist für ihn bei jedem Heimatbesuch Pflicht. Hier erinnert er sich an seine Kindheit. Sein beruflicher Werdegang war schon sehr früh vorgegeben. Ich habe immer im Fernsehen gesehen, wie alle Stars die Mikrofone halten und habe mir dann gewünscht, ich will ein Mikrofon haben. Und habe dann geschenkt bekommen von meinen Eltern zum Geburtstag eine kleine Box mit einem Mikrofon. Und das war cool natürlich. Sein Mikrofon wurde zum besten Freund. Florian sang sich durch die Volksschulzeit. Anders zu sein, hat seinen Preis. Florian hat das erlebt. Was sehr hart war, als ich dann in die Hauptschule kam, hier in Güssing. Und zwar deswegen, weil ich nicht Fußball gespielt habe und mir alles, was Fußball war, eigentlich egal war. Weil ich wollte singen, ich wollte auf die Bühne. Und da war ich ein ziemlicher Außenseiter. Und diese Jahre, vor allem die ersten zwei Jahre, waren so hart, dass ich sogar die Klasse gewechselt habe. Was ich sicher damals mitgenommen habe, das weiß ich noch, ist mich umzusehen. Ich sage immer, ich will nicht über andere Menschen drüber fahren. Bei mir ist das einmal passiert und ich weiß, wie schlimm das ist, wenn eine Gruppe jemanden anderen ausstoßt. Und wenn ich das jetzt noch sehe, boah, dann kommt es mir einfach, also das ist was ganz Grausliches für mich. Und egal in welchem Ensemble ich gespielt habe, für mich ist immer Diplomatie und Harmonie wahnsinnig wichtig. Wirklich? Sehr harmonisch ist die Arbeit mit Schauspieltrainerin Ilse Maria Harzfeld. Das musst du schaffen. Und da ist gescheiter, du denkst es durch. Hallo ihr alle. Hier ist euer großartiger Monty. Seid ihr schon am Tanzen? Ja, und das ist zu nett. Das ist zu erzählt. Mhm. Jetzt stell dir vor, du sitzt vor einem riesen Mikro und sagst hallo, hallo. Hallo ihr alle. Seid ihr schon am Tanzen? Hier ist euer großartiger Monty. Und das ist jetzt zu Werbung. Sagt das wirklich ans Unterbewusstsein? Ja, ja, ja. Hier ist euer großartiger Monty. Ich hab's verwechselt. Nein, ich finde das gut, dass es umdreht. Ah, ja, lass stimmt. Es so. Seid ihr schon am Dancen? Ja, das ist wunderbar. Wunderbar auch die Karriere von Florian Resetaric. Nach dem Studium am Konservatorium der Stadt Wien wurde er bei den Vereinigten Bühnen aufgenommen und feiert große Erfolge. Dass sein Familienname zum Erfolg verpflichtet, glaubt Florian nicht. Das hat eher mit der Herkunft zu tun. Ich glaube, es hat mit der kroatischen Herkunft zu tun. Die Kroaten sind alle irrsinnig ehrgeizig. Ob es eben der ganze Resetaric-Clan in Wien ist, die haben ein irrsinniges Feuer. Vielleicht hängt es mit diesem Feuer zusammen. Heiß her geht es, wenn Künstler feiern. Die alljährlichen Heurigenbesuche sind schon legendär. In der zweiten Probenwoche steigert sich nochmals die Anspannung, rückt die Premiere doch in greifbare Nähe. Die Gefühle in der Produktion sind wie eine Achterbahn mit schlaflosen Nächten, mit Saturday Night Fever, das ganze Nacht den Kopf dröhnt.
weil ich es gar nicht mehr herausbekomme. Dann fange ich an zum Zählen bis 10, das nützt auch nichts, weil dann kommt wieder Saturday Night Fever herein. Also das heißt, und dann kommen noch die Texte herein, die vielleicht nicht gehen. Wenn auch etwas holprig, Soltan hat den rechten Weg eingeschlagen. Jetzt lass doch mit dir reden. Jetzt lass doch mit dir reden. Jetzt lass doch mit dir reden. Toni, du bist ein schlauer Bursche. Ich möchte dich nicht verlieren. Du bist ein schlauer Bursche und gut eingearbeitet. Und dann sage ich noch. Na, warte mal. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht verlieren. Na gut, dann bist du gefeuert. Der große Tag. Die Vorhalle füllt sich langsam mit Premierengästen. Auf der Bühne und hinter den Kulissen versuchen die Mitwirkenden, ihre Nervosität abzubauen. Wie geht es mir? Es ist natürlich jede Premiere wahnsinnig spannend, weil es das erste Mal vor so großem Publikum und vor Publikum, das auch kritisch ist, gespielt wird. Und natürlich ist da die Frage, kommt die Geschichte rüber, kommt sie nicht rüber, wie wird es angenommen? Wie geht es allen, auch auf der Bühne natürlich, nicht? Also sind alle gesund, sind sie alle topfit heute, können sie sich an alles erinnern und es ist schon eine spannende Sache, ja. Kurz vor der Vorstellung zeigen sich die Darsteller sehr unterschiedlich. Da gibt es die Stillen, sie scheinen in sich selbst vertieft. Alles klar? Mhm. Awesome. Meinen Schwellentext habe ich jeden Tag geübt, jeden Tag mindestens dreimal, viermal. Einmal morgen, einmal beim Mittagessen und einmal beim Abendessen. Und ja, meinen Schwellentext habe ich immer geübt. Manche werden hyperaktiv, überprüfen alles immer und immer wieder. Ich werde zum irrsinnigen Zwängler vor jeder Premiere. Das heißt, es muss bei mir alles auf Punkt ablaufen. Sonst werde ich ein bisschen nervös. Aber über die Zeit habe ich auch damit ein bisschen umgehen gelernt, sagen wir so, das ein bisschen versucht zu reflektieren, dass ich nicht so zwängle vor einer Premiere. In der Damengarderobe rund um Eva Maria herrscht ausgelassene Stimmung. Über 20 oder 24 Jahre, da baut man sich ja schon einen gewissen Status da herinnen in dieser großen Garderobe aus. Und ich habe eine eigene Kabine. Das ist ein Badezimmer. Sie ist genau. Und alle Mädels wollen diese Kabine benutzen, aber sie fragen immer höflich an, ob sie hinein dürfen. Und das ist die Zankl-Kabine. Offiziell. Es steht noch kein Schild offiziell drauf, aber jeder weiß es. Wenn man nicht fragt, darf man in der Kabine auch sich schminken. Manchmal ist sie auch zu Gast. Nochmal alles schnell kontrolliert, nochmal einen Schluck Wasser getrunken. So, also dann für heute, für die Premiere, toi 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 bei Saturday Night Fever! Toni,
Ich möchte dich nicht verlieren. Du bist ein schlauer Bursche und gut eingearbeitet. Die Kunden mögen dich. Ich will, dass du hier bleibst. Es war ein Feuerwerk, ein tolles Feuerwerk, einfach prächtig. Also wirklich, wirklich super. Super, super gut geht es mir. Also ich bin sehr glücklich. Das war ein sehr, sehr, sehr großes Erlebnis für mich, ja. Es ist eigentlich ein Glücksgefühl, wirklich ein Moment des Glücks, weil das ist der Lohn, den man ernten darf. Das ist schon was Schönes, also was ganz Besonderes, wenn so eine Energie raufkommt. Das ist toll, toll. Anders kann ich es nicht beschreiben. Für die Darsteller beim Musical Güssing gibt es keine Gagen. Doch was sie hier jeden Sommer bekommen, ist mit Geld nicht zu kaufen. Vom heutigen Abend nehme ich mir mit, dass alles möglich ist, dass vieles auf die Bühne zu stellen ist und auch im Alltag nehme ich mir das mit, dass viele Dinge möglich sind, von denen man am Anfang glaubt, es ist wieder zu mühsam, es ist, man schafft es nicht und dann ist der Höhenflug da und dann nehme ich mir das einfach mit. Es ist alles möglich. Diese Sendung widmete Ihnen Kultur Burgenland.